herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Ostern. Wir feiern ihn zusammen mit unseren Geschwistern aus der reformierten Kirche. Bodo Harms hält heute den Gottesdienst, er hört auch die Predigt. Misericordia Domini, Barmherzigkeit Gottes, so lautet der Titel des heutigen Sonntags. Wir erinnern uns daran, dass Jesus unser guter Hirte ist. Beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Sie und euch ein, mit mir zu beten. Gott, der du uns bist wie eine Mutter und ein Vater, seit Wochen sind wir schon im Krisenmodus und es wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Von Normalität keine Spur. Viele haben Angst, wissen nicht weiter. Ihnen wächst die Sache über den Kopf. Bitte, Herr, sei gerade bei ihnen. Sie brauchen dich besonders. Gott, es ist ja auch etwas völlig Neues, was noch nie da gewesen ist, was uns so fest im Griff hat. Jeden von uns alleine und alle auch gemeinsam.
Barmherziger Herr, guter Gott, ich bitte dich, schenk uns Orientierung in dieser Zeit. Gott, der du in Jesus Mensch geworden bist und der unser Leben mit all seinen Hinlänglichkeiten und Fehlern und Stärken kennst und der am Kreuz gestorben ist und auch unseren Tod und unsere nackte Angst kennst, sei du bei uns. Halt uns fest. Amen. Deine Liebe tröstet mich, hält mich fest, enttäuscht mich nicht. Deine sanfte Liebe tröstet mich. Deine Liebe heilt mein Herz, zieht es wieder himmelwärts. Deine sanfte Liebe heilt mein Herz. Wenn die den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Thank you.
aus Johannes 10 nach der Basisbibel. Dort steht, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders als bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe, die gehören ihm nicht. Und wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er seine Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. So ein Mensch, der hütet die Schafe nur für Geld. Die Schafe, die sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und sie, sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand kann sie aus meinen Händen reißen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus Jesus, ein Begriff, der uns in dieser Zeit immer wieder begegnet, ist systemrelevant. Supermarktverkäuferinnen, Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte, Trucker. Leute, die man vor Corona gar nicht so richtig groß wahrgenommen hat. Okay, über die LKWs, da habe ich mich immer gerne aufgeregt. Heute darfst du ja nichts mehr sagen. Gelten im Corona-Zeitalter als relevant, als wichtig für unsere Gesellschaft, für unser Gesellschaftssystem. Weil wir eben merken, die tun zwar nur ihren Job, aber ohne sie würde gar nichts in dieser verflixten Krisenzeit funktionieren. Nichts würde gehen. Es wäre keine Schmiere in den Gelenken unseres Miteinanders. Früher
Vor Corona galten ja vor allem die großen Finanzinstitute als eben systemrelevant. Sie durften nicht pleite gehen, weil man meinte, dass sonst eben das ganze Wirtschaftssystem, unser wunderbarer Kapitalismus, vor die Hunde gehen würde. Sie waren too big to fail, zu groß, um kaputt zu gehen. Schon spannend, wie sich die Bedeutung von Wörtern ändern kann. In den letzten Wochen waren ja Schulen, Geschäfte, Restaurants, Kneipen, Museen, Sportstätten geschlossen, um diese explosionsartige Verbreitung des Virus zu verhindern. Seit Montag nun sind Geschäfte bis 800 Quadratmeter geöffnet und auch mit der Schule geht es so langsam wieder los. Bin gespannt, wie das weitergeht. Gehen die Infektionsraten nach oben? Wie viele Kranke und Tote werden wir noch beklagen müssen? Ab Montag werden wir alle ja noch Nase-Mund-Masken tragen in Bussen und in Supermärkten. Dieser Virus, der wird uns noch echt lange beschäftigen. Aber wie sollte es auch nicht? Es sind ja auch irritierende Zeiten und wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten mit Ähnlichem. Aber noch einmal Systemrelevanz. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist für uns Christinnen und Christen eigentlich relevant, eigentlich systemrelevant? Was ist für Sie dermaßen bedeutend, dass Sie nicht darauf verzichten könnten? Der Gottesdienst? Da ist ja zurzeit einfach eine Leerstelle bei uns. Dass wir uns wegen der Infektionsgefahr nicht zu Gottesdiensten treffen können, dass wir nicht gemeinsam singen, beten, Gott loben und auf sein Wort hören können, das fehlt. Und das fehlt wirklich. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo wir da weitermachen können, wieder Gottesdienst feiern können, jeder in seiner Gemeinde, aber auch irgendwann wieder ökumenisch zusammen, so wie wir es eigentlich für heute geplant hätten. Sowieso das ganz normale Gemeindeleben, zusammenkommen, Besuche, den anderen in die Augen sehen und wenn es dran ist, auch mal in den Arm nehmen, weil das gut tut, das hat für mich mit Lebensqualität zu tun. Aber ich bin mal gespannt, wie lange wir noch darauf verzichten müssen. Aber es geht bei diesem Verzicht um Leben. Und es wäre eben gegen Leben und damit auch gegen den Willen Gottes, der das Leben möchte und will und dafür einsteht, wenn wir uns trotzdem treffen würden. Ich fühle mich in meiner Religionsfreiheit als mein gutes bürgerliches Grundrecht nicht beschnitten, wenn wir jetzt um der Menschen willen auf Gottesdienste verzichten. Punkt. Und es ist ja auch wirklich total faszinierend zu sehen, was heute virtuell möglich ist. Zu was wir als Gemeinden da fähig geworden sind und worüber wir vor 2-3 Monaten noch gar nicht zu denken gewagt haben. Wir mussten es ja auch nicht. Videogottesdienste, so wie jetzt, Gottesdienste am Küchentisch, das sind bei uns, bei den Reformierten, Texte, die wir per WhatsApp weitergeben. Gottesdienste, das gute alte Telefongespräch und. Da tut sich trotz der Krise und in der Krise ganz viel Neues und Ermutigendes auf. Wir sind gezwungen, neue Wege zu gehen, uns auf Neues einzulassen. Und das tut uns nur gut. Liebe Leute, ich bin kein großreligiöser Mensch. Ich habe keine frommen Sprüche bei mir hängen, bis auf die Jahreslosung, die schon.
Ich habe keinen Kalender eines ganz bestimmten kirchlichen christlichen Verlages an der Wand und kann auch gut drauf verzichten. Christentum, das ist für mich innere Lebenseinstellung. Worauf ich aber nicht verzichten kann, ist dieser Gott in der Mitte meines Lebens. Darum kreise ich, darum bin ich. Der heutige zweite Sonntag nach Ostern wird kirchlicherseits Misericordia Domini, Barmherzigkeit Gottes genannt. An diesem Sonntag ist besonders das Bild Gottes und Christi als Hirte im Fokus. Johannes 10 haben wir gerade als Lesung gehört und ich bin sicher, den meisten kommt natürlich beim Stichwort Hirte der Psalm 23 in. Dieser dreieinige Gott, der mich, der uns wie ein Vater und wie eine Mutter liebt, der sich in Jesus auf Menschentiefe herabbegeben hat und uns Auge in Auge begegnet und der uns im Heiligen Geist befähigt, Gemeinde, Christengemeinschaft zu sein und zu bleiben, der ist für mich absolut lebensnotwendig. Auf das meiste will ich verzichten, auf ihn nicht. Und um mit Psalm 23 zu denken, da ist der Hirte relevant, damit dieses Gefüge, dieses System von Gemeinschaft, von Herde zusammen und als solche erkennbar bleibt. Ohne ihn wären die Individuen, wären die Schafe, wären sie nichts. Ja, und ich bekenne das gerne. Gott ist für mich, für das, was mich ausmacht, so wie ich mein Leben angehe, systemrelevant. Denn ohne den Hirten würde die Herde, die Gemeinde kollabieren, hätte keine Mitte. Ohne ihn würde sie in alle Richtungen auseinanderlaufen. Ohne den dreieinigen Gott als Kern, um den wir uns versammeln, hätten unsere Gemeinden keinen Sinn. Es gemütlich haben, karitative Projekte hier und vielleicht auch noch gemeinsam singen und sich treffen, dazu gibt es auch andere Möglichkeiten. Christliche Gemeinde muss sich um Christus Jesus kreisen. Sonst würde sie abstürzen. Sie wäre ohne Sinn. Ohne den Hirten weiß ich nicht, wo ich. Ohne den Hirten, da muss ich. Ohne diesen Hirten weiß ich nicht, wo ich dann wäre im Leben. Er ist meine Grundlage. Mein Fels, auf dem ich stehe, meine Burg, die mir Geborgenheit gibt, mein fester Halt, mein Anker. Dieser große Gott ist für mich Orientierungspunkt in meinem kleinen Leben. Ich vertraue drauf, wo mich es auch hintreibt. Gott ist schon da. Für mich, für dich, für uns. Liebe Leute, warum, wie es weitergeht nach Corona, fragen Sie andere. Ich weiß es nicht. Manche meinen ja, dass der Virus eine Art von Strafe Gottes sei. Ich persönlich glaube das nicht. Was für ein Gott wäre das, der die Menschen so straft? Nein, an einen solchen Gott kann und will ich nicht glauben. Ich bin davon im Gegenteil überzeugt, dass dieser Virus uns anticken könnte, unser bisheriges Leben doch zu hinterfragen, so wie wir es bis zum 13. März geführt haben. Was ist wirklich, wirklich relevant
nötig, systemrelevant für unsere Existenz als Gemeinde, aber auch für uns selber, für jeden von uns. Wollen, können, müssen wir so weitermachen, wo wir Mitte März aufgehört haben? Ist das sinnvoll? Krise ist Chance. Chance zur Veränderung. So sagt man ja. Ist es so? Ich meinerseits bin wirklich gespannt, wie wir aus dieser Krise hinausgehen. Was neu wird, was wir behalten, wohin unser Weg geht, persönlich, aber auch als Gemeinden. Bei allem dürfen wir aber das eine Vertrauen haben, die Barmherzigkeit Gottes ist uns in Christus Jesus offenbart. Der Herr ist mein, ist unser Hirte. Mit ihm an unserer Seite mangelt uns nichts. Ich möchte Fürbitte halten. Grundgütiger Gott, barmherziger Herr, wir bitten dich für die Kranken und die Gesunden, für die, die Hilfe benötigen und die, die Hilfe geben, für unsere Gemeinden und für andere, für unser Dorf, für die Samtgemeinde, für unser Land und für alle anderen Länder deiner Erde. Bewahre uns in dieser Zeit. Behüte uns, wie ein Hirte seine Herde behütet. Und schenk uns Perspektiven für die Zeit nach der Krise. Lass uns das Gute behalten und das Schlechte verwerfen. Und schenk uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Herr, unser Gott, der du die Lebendigen und die Toten im Blick hast. Ganz besonders bitten wir dich für die, die in dieser Woche einen lieben Menschen zu Grabe tragen mussten. Sei bei ihnen, stütze sie. Schenk ihnen aus der Auferstehungstat Christi neue Hoffnung, die ihnen wie die Sonne warm ins Gesicht scheint, mitten in ihrer dunklen Trauer. Und das, was in uns ist, unsere je eigenen Fragen und Gedanken, das legen wir hinein in das Gebet,
das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott um seinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig. Herr, wende uns dein Angesicht immer freundlich zu und schenke uns und der Welt deinen Frieden. Amen.